Sie ist 16 und in Bad Zwischenahn zu Hause, Greta Brahms. Sie hat einen Platz im Mini-Menti-Programm der Deutsche Bank Reitsportakademie gewonnen. Und da gehört ein Besuch beim CAIO mit dazu. Es ist eine Premiere für mich, in Aachen zu sein. Ich war noch nie auf so einem großen Turnier. Also wir haben bei uns das Oldenburger Landesturnier, das ist auch groß, aber nichts im Vergleich zu Aachen und deshalb ist es wirklich sehr cool. An ihrer Seite in Aachen Nadine Husenbeet und deren Schwester Jessica. Nadine ist Gretas Mentorin. Wir haben schon zusammen jetzt trainiert. Sie ist mit ihrer Stute Bambola zu uns gekommen und es ist für mich auch immer wieder eine neue Herausforderung, jemanden zu coachen, weil ich das wirklich noch nicht häufig gemacht habe. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Abstimmung getroffen und ja, sie ist hoch erfolgreich unterwegs mit ihr in M-Dressuren und das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz, dass sie mein Mini-Menti ist. Den besten Tipp fand ich, dass ich meine Hände mache ich manchmal so ein bisschen wie auf so einem Motorrad. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich so Stöcker, also ganz normale Stöcker, in die Hand nehmen soll. Und wenn man die dann so hinlegt, dann merkt man das halt besser. Und das bringt wirklich sehr viel. Ihre Mentorin sorgt reiterlich aktuell mit ihrer erst 5-jährigen Stute Faviola für Furore. Im westfälischen Warendorf qualifizieren sie sich völlig überraschend für die Weltmeisterschaften der 5-jährigen Dressurpferde im niederländischen Ermelo. Faviola hat sich da einfach gigantisch gezeigt. Schon am ersten Tag war ich nur glücklich. Ich habe immer nur gedacht, boah, was habe ich für ein tolles Pferd. Und am zweiten Tag hat sie es genauso gut abgesprüht, das Programm, einfach wie eine große. Also die hat unheimlich viel Spaß, sich im Viereck zu präsentieren, wird noch mal ein bisschen größer. Und ja, das macht einfach total viel Spaß und lässt hoffen auf die Zukunft. Ihren Spitznamen hat Faviola auch schon weg. Stallintern heißt sie Olga. Spaßeshalber aktuell gar Ermelo-Olga. Als dann wirklich die Nominierung kam, dass wir nach Ermelo fahren dürfen, ja, da war die Freude echt grenzenlos. Und jetzt sind wir zu Hause total happy, so ein Pferd im Stall zu haben. Sie bringt mich jeden Tag wieder zum Strahlen, weil sie eigentlich mein kleiner Liebling im Stall ist.